Fiji Music TV mit einem weiteren Spot. Heute mit Heiko Dietz. Hat aber lange gedauert. Ja, Heiko, Ja. hier, Brüderchen. Ja. Was ist los? Warum bist du hier? Was ist denn schief gelaufen? Ja, du hast mich gebeten und ich kann dir keinen Wunsch abschlagen. Also bin ich deswegen hier und bin ganz aufgeregt, ob der Fragen, die da auf mich einprasseln werden. Ja. Der Heiko Dietz dürfte einigen bekannt sein als Theaterregisseur, Theaterintendant, Stückeschreiber, Chefdirektor einer Schauspielschule, Schauspiellehrer, Gastronom, Das Wichtigste hat er vergessen. Schauspieler, sowas alles, hier im Theater und so fort, in den Räumlichkeiten, wir uns gerade aufhalten dürfen, dann hier. Und ja, du bist, ich sag mal, mein Gast in deinen Hallen, auf meinem Kanal, zwecks einer kleinen Interviewrunde, weil du mir hilfst, immer wieder mal. Und insofern auch zu meinem Schaffen, zu meinem musikalischen Schaffen gehörst. Seit vielen Jahren als Fotograf. Konzertveranstalter. Was machst du noch? Videoregisseur und Kameramann. Und das ist so ein Punkt, mit dem ich anfangen möchte. Du hast in der Tat bei dem Video Rebel Yell, das wir hier gedreht haben, die Kamera bedient, mit mir am Konzept gearbeitet. Jetzt antworte nicht, ich habe dich darum gebeten, aber was hat dich dazu veranlasst, da mitzumachen? Hättest du sagen können, ich weiß nicht. Es ist einfach ein Bereich, in dem ich gerne mal was getan hätte. Oder ja, zuvor ja lustigerweise auch teilinvolviert war in einem Video von unserem Freund Alex, was sehr spannend war und jetzt die Möglichkeit war, im selben Raum nochmal was zu machen, aber mit wesentlich mehr Möglichkeiten, mich einzubringen. Und das war natürlich eine Herausforderung zu sagen, ja, das Lied ist super, die Idee ist toll, da habe ich ein paar Insights, die ich bieten kann. Und ja, das war ein großer Spaß. Wir hatten einen langen Tag, Das aber stimmt. auch in der Nachbereitung, Schneiden etc. pp., umstellen, rumschnibbeln. Aber ich denke, es hat sich gelohnt, das Ergebnis ist gut geworden. Trotz der, wenn man es so sagen darf, der beschränkteren Möglichkeiten und Mittel, die wir hatten, im Gegensatz zu dem Alex Video, Also was. Alex muss man sagen, das ist von der Band Eisbrecher, die kennt man wahrscheinlich. Das ist natürlich eine Wir haben natürlich auch eine High-Budget-Situation, Plattenfirma dahinter Unternehmen, stehen, eine genau. größere, Ja. klar. Das ist natürlich ein ganz anderes Equipment gewesen. Logischerweise hätte ich auch gar nicht bedienen können, davon abgesehen. Aber das war deswegen trotzdem umso mehr die Herausforderung. Ich bin hier ein Mann des freien Theaters. Ich mache gerne selber und gucke selber drauf und versage auch gerne selber. Und dann kann ich es mir auf die Schulter schreiben. Aber in dem Fall ist es uns absolut geglückt, finde ich. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie war das denn so mit theatereskem Laien zu arbeiten? Weil ich weiß nicht, wer das Video sehen konnte. Da gibt es ja auch gewisse Bereiche, wo wir als Musiker mit, ich möchte gar nicht sagen, Schauspieler, mit Darstellerqualitäten aufwarten durften. Ja, War jetzt. das sehr anstrengend? War da schon irgendwie deine Ängste auf dem großen Grund? Wie machen die das? Nee, jetzt ist ja, muss man dazu sagen, stand ja auch oder steht in dem Fall die Schauspielerei gar nicht im Vordergrund. Es gibt ein paar Szenen, die dazugehören. Aber ich denke, wir haben da ja auch ein nettes Setting da hinten am Klavier entwickelt, wo man mal wild die Kamera draufhält und sagt, da ziehen wir uns ein paar Sachen raus. Wir haben natürlich eine kleine Side-Story. Es gibt ja zwei Variationen oder Varianten dieses Videos. Es gibt natürlich ein paar szenische Elemente, wo man sagt, hey, da geht es schon auf Reaktion, da muss man blicken hin und her und so. Aber wir haben ja auch einige Versuche gehabt sozusagen und haben uns da einfach bedient, wie das halt ganz normal üblich ist. Und da es in dem Fall jetzt auch noch ohne Text war, weil es drunter liegt, das Bild, war es auch noch ein bisschen leichter. Aber ich finde, das ist alles gut gelungen, sieht authentisch aus und von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, man sieht dann nicht, dass die das nicht gewohnt sind, sondern ich finde, das ist bei allen recht gut gelungen. Danke, das ist ein Lob vom Chef, das hört man ja gern.
Jetzt bist du ja, wie du gerade selbst sagst, mehr im theateresken Bereich unterwegs. Wie sieht denn so dein Konzept gerade aus? Was steht denn an? Wie läuft das denn so bei dir? Weil vielleicht mögen die Menschen ja nicht nur Videos von mir sehen, schön ist es natürlich, sondern auch mal ins Theater und so fort, in die Kurfürstenstraße huschen, um sich das richtige Leben anzuschauen, wo nicht gebastelt, geschnitten und dann auf YouTube gesendet wird, sondern man beim Versagen, wie du es gerade sagst, dabei sein könnte, so es dazu käme. Das passiert in der Tat selten. Aha, Naja, oha. man muss dazu sagen, ich glaube, die das jetzt sehen, das sind jetzt YouTube-User, die unter Umständen nicht unbedingt in München wohnen. Das Theater befindet sich in München in der Kurfürstenstraße, www.undsofort.de wäre die Adresse, um sich mal einen kleinen Überblick zu verschaffen, was wir so Einen kleinen, treiben. die wäre große. Ja. Größer. Also wir tun viele Dinge von ganz normalen Theaterspielen über Kasperltheater für Kinder, über Zaubertheater, Musik unter Umständen. Also wir sind da sehr breit gefächert und breit aufgestellt. Ich persönlich selber bin eher in der Theater-Ecke tätig, habe gerade auch ein Stück geschrieben, was wir gerade proben. Gerade bedeutet April 2013. Ja, wir haben Ostersonntag in einem total versteilten München. Wir haben uns nicht so dick angezogen, weil wir keine schönen Körper hätten, sondern weil es wirklich draußen ausgesprochen kalt ist. Ich nutze jetzt nicht das englisch übliche F-Wort für cold, aber es ist Winter. Irre. Es ist verrotzt scheißen kalt. Ja, so ähnlich hätte ich es auch sagen können. Aber nichtsdestotrotz proben wir gerade ein Stück, das am 17. April Premiere hat. Bitte zurückbleiben aus meiner Feder. Und es ist ein Heidenspaß. Also ich glaube, die Leute danach, wir wenden den Leuten was zu. Wie ist die Werbung? Ein Eine unerfreuliches Stück. unerfreuliche Eine Komödie. unerfreuliche Komödie, aber ein Heidenspaß. Ja, also wir Wir beim können da Arbeiten haben etwas. einen Heidenspaß. Ich muss wirklich sagen, die Proben, die wir haben gerade, die habe ich glaube ich noch nie so viel lachen dürfen über einen eigenen Käse, den ich selber verzapft habe, weil ich aber auch tolle Schauspieler habe und die meinen Text auch nochmal teilweise anders umsetzen, als das in meinem Kopf war. Aber bei mir haben die Schauspieler in der Regel immer erstmal freie Fahrt und meistens nehme ich das auch, was sie anbieten. Und das ist teilweise sehr, sehr, sehr schräg. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich lache jedes Mal Tränen bei der Probe. Also Und nicht zurückbleiben, sondern vorbeikommen. ja, genau. Bitte Traut zurückbleiben. euch. Ja. Jetzt muss ich eine eitle Frage stellen. Man kennt mich als eitlen Fatzen. Fetze? Ähnlich. Typen? Ja. Hast du dich sprachlich und textlich wieder bei jemandem bedient, den ich kenne? Ein Stück. Ja? Jetzt wieder bedient. Du meinst bei dir? Nein, in der Gut, Tat, diesmal nicht. okay, jetzt habe ich es trotzdem gucken. Ich nutze gerne mal ein Zitat von ihm und es fällt ihm natürlich auch auf, wenn ich es dann reinnehme. Wobei es gab Sitze im durch. Theater, denkt, das war mal ein cooler Spruch. Und später, das war mal Genau. cool. Ja, das war ja auch von dir. Das ist Ja, ganz wobei er genau. hat auch schon einige nicht erkannt. Ja, das glaube ich Aber auch. er fand sie dann im Nachhinein trotzdem toll. Ja, das muss jetzt sein, weil das ist hier wirklich witzig. Man geht ins Theater und hört irgendwelche Textzeilen und man denkt, das irgendwie, habe ich schon mal gehört. Und dann, ja, das habe ich irgendwann mal von dir gehört, aufgeschrieben. Jetzt bin ich kein Texter, aber wir labern relativ viel, wenn der Tag lang ist, was man heute, glaube ich, sieht und hört. Ich hoffe, ihr seid noch dran, ein paar Minütchen. Und da Ja, bleibt schon mal was hängen, und was man als mitnimmt. Was mich auch Autor ehrt. schreibt man mit. Was mich ja wirklich ehrt. Also, wir haben das Video, wir haben deine Theatertätigkeiten. Eine Schauspielschule habe ich auch Ja. mehrmals. Also das ist der Theaterraum in München, www.theaterraum-münchen.de. Das ist eine Berufsfachschule für Schauspiel und Regie. Also wer interessiert ist in diesen Bereichen, gerne mal draufschauen. Wir sind da auch recht erfolgreich. Wir haben da auch schon ohne eitel wirken zu Das wollen mache ich schon. Alter, bin ich, das einige reicht ja. Preisträger, die den Nachwuchsförderpreis abgestaubt Mit Recht gewonnen. haben. Abgestaubt Ja, klingt so nach so einer mit Ablage. Recht Ja. abgestaubt. Und das macht schon einen sehr zufrieden. Dann ist man wohl auf dem richtigen Weg. Immer. Ja, was kann ich sagen? Ich danke dir. Ich bitte dich. Zu Gast heute Heiko Dietz. Mein Bruder und langjähriger Unterstützer. Denke, du konntest dich ein bisschen präsentieren, was mir sehr lieb ist. Den Zuschauern nochmal was erzählen über deine Aktivitäten neben Freundschaftsdiensten wie
Kamera, Co-Produktion und Raum zur Verfügung stellen. Tom, ich danke dir. Ich danke. PG Music TV mit einem weiteren Spot. Heute Heiko Dietz vom Theater und so fort. Ich denke, ihr habt wieder was gelernt. Ich hoffe, es war schön für euch. Passt auf euch auf. Bis denn dann und Dankeschön.